Mit 100k in Investment, theoretisch. Millionen oder mehr mit den guten Coins machbar. In den nächsten 1 bis 2 Bullruns. Meinst du, ich bin mit 100 Solana und jeweils 10.000 Polygon, Algorand, Cardano und XRP schon gut aufgestellt? Ethereum und BTC habe ich natürlich auch. An der Stelle bitte verrate nicht, wie viele Coins, wie viele Anzahl du hast von den einzelnen Coins. Du machst dich dadurch online angreifbar, mein Lieber. Bei Solana bin ich immer ein bisschen kritisch unterwegs. Ob der seine starken Anstiege sehen wird, ob diese Venture-Kapitalisten vorher schon dumpen, das weiß ich nicht. Das müssen wir gucken. Aber Potenzial hat das alle Male. Vor allem, wenn das jetzt diesen Bullrun uns zeigen wird, dass er nicht andauernd abschmiert, beziehungsweise die Blockchain, dann ist es ein ziemlich gutes Zeichen. Ist ein relativ stabiles Portfolio, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, da hast du unnummer starke Potenziale vor dir. Klar kann Polygon und Algorand, Cardano und XRP richtig steil gehen, vor allem XRP nach der Klage. Wir wissen nicht, was danach passieren wird, ne? Und wie er danach performen wird, am Ende des Bullruns vor allem. XRP ist aber auch immer wieder ein Spätstarter, das muss man sich auch mal wieder im Hinterkopf behalten. Der ist meistens einer der Projekte, die erst ziemlich stark laggt, der wackelt so ein bisschen hinterher und dann rastet er auf einmal aus. Ne? Darum. Nicht aus Enttäuschung einfach zu früh verkaufen, wenn ihr der Meinung seid, dass das Ding irgendwann steil gehen könnte. Ich persönlich finde, das sind viel zu wenig Coins, die du im Portfolio hast. Viel, viel zu wenig. Weil sollten bestimmte andere Bereiche, andere Sektoren, sei es vielleicht rasten diesmal nur die AI-Coins aus. Und du hast keinen einzigen AI-Coin hier dran. Weißt du, was ich meine? Es ist immer gut, ein bisschen mehr zu diversifizieren, aber. Du bist wahrscheinlich da etwas konservativ unterwegs. Das musst du selber wissen. Da kann ich dir wirklich nichts sagen. Und ich möchte dir auch jetzt nicht einreden, dass du von dem ein bisschen was in die Coins investieren sollst, hier was raus oder da, weil nachher entspricht das nicht deinen Wünschen und du wolltest genauso sicher unterwegs sein. Ist ein ziemlich sicheres Portfolio. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Liken oder der Blitz trifft euch beim Kacken. Grüße an alle und bleibt gesund. Danke dir, mein Lieber. Das wünsche ich euch allen auch. Mit 100k in Investment, theoretisch. Millionen oder mehr mit den guten Coins machbar. In den nächsten 1 bis 2 Bullruns. Gute Coins, ähnlich dein Portfolio. Ich bin der Meinung, mit 100k wird man wesentlich mehr als 1 Million erreichen. Also wesentlich mehr als 1 Million. Million ist eine 10k. Ich meine, das habe ich jetzt schon mit einigen Coins gemacht. AGX ist bei mir schon. Weil ich den im letzten Bullrun, die halte ich noch bei 2 Cent eingekauft habe, ist AGX jetzt schon bei mir, wie stark ist der jetzt im Plus? Also mit mehreren X. Hier irgendwo um 2 Cent herum habe ich eingekauft, überleg dir das mal. Jetzt aktuell ist er schon bei 11 X. Und bei den Höhepunkten, die wir hier gebildet haben, da war er sogar schon bei 26 X. Please, please, jetzt schon, 26x. Klar macht das jetzt nicht jedes Projekt. Wenn wir uns mal EGLD angucken, auch einer der stark performenden in meinem Portfolio. Wo habe ich den Großteil eingekauft? Den Großteil habe ich hier irgendwo so um den Dreh hier eingekauft. So dort. Was haben wir von dort aus gemacht bis jetzt? Na, okay, der sieht halt stärker aus wegen den Zahlen, wo er hochgegangen ist. Aber immerhin, hier haben wir fast schon eine 2x fast hingelegt. Ne? Was haben wir mit AVAX gemacht? Guck mal, beim Höhepunkt haben wir hier schon eine 3,5x gemacht. Und der Bullrun hat noch nicht mal begonnen. Der Bullrun hat noch hier noch nicht mal begonnen. Und viele, viele andere Projekte auch. Wir könnten uns sehr, sehr viel angucken. Und bei den meisten haben wir jetzt schon 2, 3 bis 4x gemacht. Bei so einigen Coins wie AGX natürlich, der so ausgerastet ist, da. Gut, wenn man jetzt nur von diesem Bullrun ausgeht, muss man mal fair bewerten, ne? Weil nicht jeder hat dabei 2 Cent im letzten Bullrun Bärenmarkt eingekauft wie ich. Aber man hat hier trotzdem noch super, super Chancen, hier unten in diesen Bereichen reinzugehen. Diese Positionen sind jetzt zum Beispiel bei mir schon fast verfünffacht. Im Höhepunkt haben die sich verzwölffacht. Und die habe ich dort unten eingekauft. Nicht im letzten, hier bei 4 Cent jetzt. Die haben sich schon verzwölffacht. Hier bei dem Peak fast siebenfacht und jetzt aktuell verfünffacht. Und das ist erst der Anfang, meine. Du gehst da sehr vorsichtig gerade ran und das finde ich auch gut, dass du da nicht irgendwelche Fantasiegedanken hast, dass wir direkt auf 1000x springen. 100k investiert, sonst wäre das ja traurig, sonst kann man doch in Aktien investieren, Mensch. Aufgrund von neuen EU-Regulatorien bist du dir nicht mehr sicher, ob deine Kryptos sicher sind in den Exchanges. Dann kann ich dir nur vom reinsten Wissen und Gewissen
Bitpanda empfehlen. Mit Bitpanda kaufst du deine Kryptos. EU reguliert ein. Sie haben sogar eine BaFin-Lizenz. Du hast die Möglichkeit, Sparpläne zu erstellen, in Aktien und in Kryptos zu investieren, sowohl auch Edelmetalle. Darum, melde dich hier an über unseren Link in der Videobeschreibung und genieße das Trading sicher.